Weißt du, wie oft ich gefragt wurde, für wen machst du überhaupt den Podcast? Wieso haust du so viel Know-how raus? Du verdienst doch damit nichts. Und das war am Anfang ganz sicher so, ja. Aber jetzt hast du deinen Podcast, wie heißt er nochmal? Content Marketing Mastery. Yes. Wir fügen bestimmt einen Link in die Shownotes ein. Das machen wir ganz sicher. Ja, und du hast mir auch geschrieben, wie viel dir das bringt, auch mit Absolut. solchen Leuten in Kontakt zu kommen, ja. Und Absolut. ist ja im Grunde ganz einfach. Ja. Stell dir mal vor, du rufst diese Leute an, sagst, hey, ich will einfach mal mit dir quatschen. Ja, dann sagen die, hey, ich habe gerade keine Zeit, melde dich mal nächstes Jahr. Ja. Aber wenn du sagst, hey, ich mache einen Podcast, was im Grunde nichts anderes ist, wie mit dir quatschen, ja, dann sind die bereitwilliger und du lernst halt unfassbar viel inhaltlich, aber auch unfassbar viel tolle Menschen kennen. Also, Ja, absolut. aber auch das, du musst es machen. Und die Kontinuität, die Konsequenz, die Disziplin, ja, Hochleistungssportler, schöne Assoziation. Ja. Warum sind die erfolgreich und sind bei den Olympischen Spielen? Na, weil die jeden Tag trainieren. Ja, warum ist ein Podcaster erfolgreich? Naja, weil der regelmäßig auf Sendung geht und abliefert, jede Woche. Ja, absolut. Also dieser Tipp mit dem Podcast war einfach das Beste bisher, also mit die Leute, die ich interviewt habe bisher, ich meine, ich habe einen Jason Pfeiffer interviewt. Das ist der Chefredakteur vom Entrepreneur-Magazin in den USA. Ich meine, an dem bin ich schon länger, aber der Podcast war so das letzte Puzzlestück, das gefehlt hat. Erzähl mal, wie du an den rangekommen bist. Ja, ich hab ja, also da bin ich ja immer sehr strategisch. Also ich mache ja am Anfang des Jahres zusammen mit meiner Frau machen wir unsere Zielliste, also was wir in dem Jahr sozusagen erreichen wollen und machen möchten. Und das habe ich auch in dem Podcast von Anja Kuhn schon erzählt, Personal Branding Story. Also ich schreibe mir das auf und ich schreibe mir auch auf, mit wem ich idealerweise zusammenarbeiten möchte. Du warst zum Beispiel auch auf dieser Liste, weil wir hatten ja erste Kontakte und ich dachte mir, cool, mit dem hätte ich mal Bock, was zu machen. So. Und Jason Pfeiffer stand auch auf dieser Liste und ich überlege mir immer, okay, wie kann ich Mehrwert schaffen? Wie kann ich Mehrwert schaffen? Das ist eine Frage, die ich mir ständig stelle. Und ich bin nach wie vor Autor bei Drive Global. Das ist eine Plattform, die Ariane Huffington gegründet hat. Und ich habe mir überlegt, okay, was könnte ich denn machen? Ja, ich schreibe einen Artikel über meine drei Lieblingspodcasts auf Englisch. Nicht deutsche Podcasts, sonst wäre der Markenrebell dabei gewesen, aber es waren englische Podcasts. Und einer von diesen Podcasts war sein Podcast, The Problem Solver. Also ein Podcast vom Entrepreneur Magazin. Und ich habe diesen Artikel geschrieben, habe den per Link an ihn geschickt, also per E-Mail, und habe Cool. gemeint, hey, wenn ich noch helfen kann, gib Bescheid, ich kann auch öfters mal Artikel schreiben und so. Und das war so ein Ding, das ich gemacht habe. Und regelmäßig Aber seine Podcasts, ganz kurz, da ja? muss ich ganz kurz mal rein, weil Ja. das ist auch typisch für dich, finde ich. Ja, Ja, wenn ja. du connectest, du lieferst erst ab. Ja, du sagst nicht, ey, kann ich mit dir einen Podcast machen oder was kannst denn du für mich machen, sondern Ja, du umgekehrt. umgekehrt Du und musst geben. du bist auch so kreativ, dass du sofort eine Idee lieferst. Also rufst nie an und sagst, was kann ich für dich tun? Ja, das wäre ja platt. Ja, sondern du machst erstmal und schickst das der Person und sagst, hey, wenn ich noch was für dich tun kann, dann melde dich bei mir.